Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier weiter bei Empire Earth unterwegs. In Japan, glaube ich. Und genau, wollten uns weitere Hubschrauber aufbauen. Da würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal, Freunde. jo, wir müssen jetzt als nächstes hier unten aufsetzen, beziehungsweise hier was erobern. Glaube ich zumindest. Und genau, wir hatten beim letzten Mal eine Schlacht um... Was ist das denn? Was ist das denn? Wo kriegen die denn jetzt die Hubschrauber her? Bericht der Bereitschaftspolizei. Genau, Freunde. Das ist jetzt interessant. Die Bereitschaftspolizei. Jo. Aber ihr habt da leider keine Chance gegen. Okay. Was wollte ich sagen? Das ist ein bisschen überraschend tatsächlich, dass ja, dass der noch Hubschrauber hat, der Gegner. Und es gibt noch eine Sache, was ihr mir gezeigt habt, und zwar der gute Talis, und zwar hier dieser Button. Patrouillieren, Freunde. Genau, wir haben hier einen Raketenwerfer gebaut, oder was? Nee. Und eine Sache habt ihr mir auch noch gesagt, diese Raketenwerfer sollen sehr gut sein. bin ich jetzt mal gespannt drauf. Also, jo. Guck mal, der Skywatcher hier zum Beispiel, bei dem machen wir das mal. Mach mal bitte patrouillieren. Dann sollen die theoretisch nur in der Basis rumfahren. Ha, und das scheint zu stimmen. Es scheint zu stimmen, der fährt nur in der Basis rum. Vielen Dank, lieber Talis, für diesen hilfreichen Tipp. Das ist wirklich super. Es klappt wunderbar, Freunde. Ja, und währenddessen sammeln sich hier weiter die Hubschrauber an. So, da sind diese blöden Hubschrauber wieder. Ja, du machst leider keinen Schaden an dem Typen. Gib mir mal bitte den Skywatcher. Komm mal hier runter, Skywatcher. So, du schießt da schön drauf da. Du schießt schon hier drauf, genau. Währenddessen kann der Skywatcher mal hier runterrollen. Na, wo ist er denn? Hier. Skywatcher, wo bist du? Da ist er. Da ist er, der Skywatcher, sehr schön. Okay, dann. Was ist hier unten? Ach ja, der Bereich, den wir hier gar nicht schützen konnten beim letzten Mal. Und was ist... Ach du Heilige! Wir haben Atombomber. Titanbomber, krass, Freunde. Genau, der Skywatcher. Sehr gut. Sehr gutes Teil, Freunde. Sehr, sehr gutes Teil. Gegen diese Kack-Hubschrauber. Da ist noch ein Skywatcher, jo. Ja, dann. Und ja, Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt beim guten alten Let's Play von Empire Earth. Wie wir hier weitermachen in der asiatischen Kampagne. Und ihr macht bitte mal wieder Y hier. Ja. So. Die Panzer auch bitte? Y? Die fahren dann tatsächlich zurück in die Basis. Oh mein Gott, wie geil. Richtig, richtig guter Tipp, lieber Talis. Richtig gut. So, wir waren ja dabei, uns hier unsere Hubschrauberarmee weiter aufzustocken, ne? Schaut euch das an, weil wir können ja keine Cyborgs mehr bauen. Das ist ja der Mist. Gut. Entschuldigung, und wir hatten beim letzten Mal eine Evolution vollzogen. Vom normalen Bürger zum Roboter. Und ja, das ist ziemlich interessant. Schaut euch das an, Patrouille hier. Sehr schön. Geil. Alles klar. Das ist dann quasi jetzt unsere mobile Verteidigung. Ah, schaut euch das an. Die Spektra-Hubschrauber hier. Genau, Freunde. Und wenn dieser Angriff wieder nicht klappen sollte, werde ich das so machen. Werde ich einiges an Mannequin bauen. Weil es kommt mir so vor, weil ihr es auch geschrieben habt, dass Mannequin hier sehr hilfreich sind. Ja, und ja. Kreuzer Sagittarian. Deckt für uns schön die Karte auf. Finde ich gut. So.
Aber wir müssen erstmal hier weiter die Hubschrauber-AB ausbauen. Währenddessen kann ich euch, kann ich mich mal bei euch entschuldigen, dass am Montag keine Empire Earth-Folge kam. Es ist einfach. Mir ging es am Wochenende irgendwie nicht so gut. Ich war irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich krank war. Aber mein Körper hat sich halt total schwer angefühlt und alles war irgendwie so. So anstrengend. Und Let's Plays sollte man meiner Meinung nach lieber machen. Wenn man die Kraft dazu hat und auch die Lust, die Power. Und das war am Wochenende nicht der Fall, deswegen kam am Montag keine Folge. Sorry dafür nochmal. Aber dafür geht's ja jetzt hier weiter. So. Ich bin ja gewillt zu sagen, dass wir mit denen schon losfliegen, aber das kommt mir ein bisschen wenig vor. Das kommt mir echt ein bisschen wenig vor, ey. So, der Kreuzer der. Oh, Fische. Bum, bum. Jo. Mit denen können wir dann gleich schon loslegen, weil wir dann auch Bevölkerungslimit haben. Jawohl. Und wenn der Gegner Jäger haben sollte, dann haben wir eh verkackt. Daher, wenn der. Weil Jäger sind die Achillesferse von den Hubschraubern. Brauchen die nur ein Bevölkerungslimit? Hehe. Geil. Die Hubschrauber brauchen nur ein Bevölkerungslimit pro Hubschrauber. Das ist natürlich mal cool. Schaut euch die an, Leute. Die Spectre-Hubschrauber, yeah. Machen zwar nicht ganz so gut Schaden, aber dafür haben wir ja die Masse. Ja? Und dafür sind sie schnell. Ich meine, 22er Geschwindigkeit ist schon nicht schlecht. So, wir könnten jetzt auch noch ein paar Nebula-Jäger zur Unterstützung bauen, aber. Lassen wir mal. Der erkundet gut die Karte hier. Guckt euch das mal an. Die KI, die macht das schon nicht schlecht hier. Die KI, die macht das echt schon nicht schlecht. So. Die macht das echt gut, muss ich sagen. Schön hier oben ein bisschen in die Ecke rein. Sehr gut. Ah, mehr Hubschrauber bitte. Machen wir jetzt hier unsere Operation Roter Baron mit Hubschraubern. Ja, okay. Ja, wie gesagt, ich nehme es dann Dienstagabend auf, mitten, Montagabend auf, mitten in der Woche. Beziehungsweise am Wochenstart. Ja, wie gesagt, ich habe es nicht anders hingekriegt. Aber man muss ja auch ein bisschen flexibel sein, ne? So, was brauchen wir? Gold und Eisen nur. Ja. So, dann können wir ja nochmal gucken, was wir hier nochmal genau machen. Errichten Sie auf Tangeshima einen neuen Weltraumhafen mit zwei Raketenbasen, einem Tempel und einem ILG-Forschungszentrum. Wie viele Ressourcen brauchen wir denn dafür? Zwei Raketenbasen? Ach du Scheiße. Ja gut, das haben wir aber, das Holz. Ein Tempel. Das haben wir auch. Und was war das noch? Dieses ULG. FTL, ja, FTL, okay. Das habt ihr auch gesagt. ULG, Überlichtgeschwindigkeit. FTL, Forschungszentrum. Das ist es, glaube ich, das gleiche. Na, dafür brauchen wir aber noch einiges an Ressourcen. Ja, wir sind ja gleich fertig mit unserer geilen Hubschrauber-Abi hier. Mal gucken, was wir damit reißen können. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt, weil, was der Gegner da jetzt noch haben könnte. Also das hier ist auf jeden Fall was befestigt, aber ansonsten ist das gar nicht mal so viel, was da sein könnte, ne? Ja, bin ich mal gespannt. Wie gesagt, Jäger und Flachs sind so die Achillesferse jetzt von unserem Plan. Das könnte uns noch runterholen, im wahrsten Sinne des Wortes. Runterreißen. Aber ich bin mal guter Dinge, dass es nicht so kommt. Es sind auch viele Hubschrauber hier, schaut euch das an. Die sind jetzt quasi mein... Ach du Scheiße, was ist denn das da? Was zur...
Was wollen die denn jetzt hier? Naja, okay. Ja, was soll ich sagen? Die sind der Ersatz jetzt für meine Ares-Roboter. Genau, weil die Ares-Roboter, die haben wir ja nicht mehr. Ja, die können wir ja gar nicht bauen. So, dann würde ich so vorschlagen, liebe Freunde. Kämpft euch mal den Weg vor. Mal gucken, was, was es da so gibt. So, speichern nochmal. Dann haben wir schon wieder 10 Minuten von der Folge verbraten. Nee, das ist echt... So, schau ich das an. Hubschrauberflotte. Geschwader. Wie man es auch immer nennt. Alpha-Team. Es sieht schon cool aus, oder? Yeah. Das ist ein cooles Thumbnail, glaube ich. Das würde ich als Thumbnail nehmen. Genau, jetzt hier so ein Zack-Screenshot. Es sieht cool aus. So, da bin ich mal gespannt, was die Gegner hier noch so zu bieten haben. Hier unten auf der Insel. Tangashima könnte ja das hier sein, ne? Genau. So geil. Es sieht schon übel aus, oder? Aber wie gesagt, ich hoffe halt, dass das reicht. Drückt mal die Daumen, dass das reicht und dass der Gegner keine Flachs und keine Jäger hat. Weil Jägerbomber machen nicht so viel Schaden. U-Boote hat er auf jeden Fall. Trident-U-Boote. Ja. Okay. So, kaputt machen die Flugfelder, bitte. Ah, er hat tatsächlich Jäger. Jäger-Bomber hat er. Ja, okay. Er hat tatsächlich Jäger. Nein. Aber wir können ja den Flughafen hier kaputt machen. Das ist ja nicht das Problem. Er hat Jäger. Oh, nee, Freunde. Scheiße. Gut, das Wasser mit unserem grandiosen Plan. Shit, ey. Shit. Aber das sind die Grauen, ne? Ja, ja, das sind die Grauen, die hier immer hier unten hinfliegen. Kriegen wir wenigstens den einen Flughafen jetzt noch kaputt? Boah, ja, die decken sich irgendwie immer gegenseitig, aber das könnte knapp werden, tatsächlich. Boah, das könnte echt knapp werden. Das ist sein Luftwaffenstützpunkt im Prinzip, ne? Sag mal, baut der hier nach mit Bürgern oder was ist hier los? Boah, meine schönen Hubschrauber! Mach schneller! Ah, das wird nicht reichen, weil jetzt kommt der Blaue mit seinen Nebula-Jägern an und dann... Shit! Okay, Freunde, das reicht leider nicht. Das reicht noch nicht mal, um es zum Brennen zu bringen. Ja, super. Das heißt, ich würde das Spiel jetzt nochmal laden, Freunde. Das reicht leider nicht. Dann erkunden wir mal bitte hier die Karte erstmal. Ja. Einfach mal zum Ausspähen. Und wir müssen irgendwie diesen Luftwaffenstützpunkt da unten wegkriegen. Weil bis die Nebula-Jäger hier ankommen, das könnte eine Weile dauern. Wartet mal, ich habe eine andere Idee. Freunde, ich habe eine andere Idee. Komm mal her, bitte, Bürger. Bau mal hier unten bitte einen Flughafen auf. So. Das ist nämlich wesentlich näher dran und dann kann ich da, können wir da Nebula-Jäger hinschicken. Genau, weil den Flughafen, den müssen wir wegkriegen vorher. Das geht gar nicht anders. Bevor wir hier übersetzen, weil... Ich kann mir vorstellen, sobald wir hier übersetzen, kommt er da mit seinem ganzen Scheiß an. Und macht uns dann da wieder kaputt. Also das kann sein, dass wir da keinen großen Fortschritt haben werden. So, wo ist denn hier die andere Insel? Wartet mal. Nee, das ist sie doch. Das ist sie doch mit dem Flughafen, okay. Ah, verdammt.
Ah, wartet mal, vielleicht können wir uns hier irgendwie hinsneaken oder so. Wer weiß. Ist halt echt schade, dass die Hubschrauber so wenig Schaden machen, ne? So. Wo kommen die eigentlich her? Ach, jetzt hör doch auf. So. Na, es schießt drauf. Mal gucken, was das jetzt bringt hier. Ah, die machen halt extrem wenig Schaden gegen Gebäude, ne? Das ist es halt. Ja, aber ich meine... Wenn die jetzt da ihre Jäger da kriegen... beziehungsweise die decken sich ja gegenseitig. Müssen wir mal gucken, ob wir es diesmal hinkriegen, ne? Weil der Flughafen hier muss unbedingt weg, Freunde. Unbedingt. So, der Flughafen hier steht... Oh, was ist das denn? Gedankenkontrolle, was? Ach, das ist... Ah, okay, das war eine Bereitschaftspolizei. Machen wir mal einen Dock hier hin. Mal gucken, Freunde, mal gucken. So, schafft ihr das wieder nicht hier? Es kann nicht sein, dass das so viel aushält, das Ding. Naja, doch, kann scheinbar schon sein. Bau bitte noch einen Flughafen hier hin. Ich denke mal, wir müssen uns jetzt hier mit Kreuzern aushelfen. Gold und Holz. Ja, diesmal war es sogar ein bisschen besser, oder? Ah, genau so, okay. Na, wobei eher ein bisschen schlechter sogar noch. Oh Mann. Dann war der Hubschrauberangriff leider für die Katz, Freunde. So. Dann brauchen wir noch... Ah, bauen wir einfach mal ein paar Schiffchen hin. So. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt tatsächlich mit Nebula-Jägern... Ah, nee. Weiter Hubschrauber einfach bauen. So. Weil dann werden wir nämlich jetzt mit den Kreuzern hier die Flugzeuge im Arsch machen. Ich hoffe, das klappt. Unsere Taktik hier, ey. So, Raketenbasis, jo. Dann bräuchten wir hier unten noch eine Panzerfabrik. Am besten zwei. Schau dich das mal, wie der das aufbaut. Geht mal aus dem Weg, bitte. Geh mal aus dem Weg. Was ist das? Ha! Genau, dafür habe ich... Schau dich das an. Der bewegt einfach einmal seinen Arm und dann war es das. Schon geil irgendwie, ja. So, weg damit. Ja, beste Taktik hier, Freunde. Beste Taktik mit den Kreuzern. Haha. Jop. Das heißt, wir können hier weiter mit wieder neue Hubschrauber aufbauen. Jawoll. Drauf schießen. Und er hat mir nämlich ein bisschen zu viele Flugzeuge, der Typ. So, dann haben wir schon wieder 19 Minuten voll gleich, ey. Oh Mann, oh Mann. So, dann bräuchten wir hier unten noch eine Kaserne. Am besten zwei. Und dann können wir nämlich hier unten so einen kleinen Vorposten aufbauen. Genau. Und, der baut noch einen, oder? Nee. Ja gut, fahrt mal bitte nach hier vorne, Kreuzer. Ich hoffe, dass der Gegner hier kein... Da wollte er mit dem Hubschrauber ankommen. Habt ihr es gesehen? Ich hoffe halt, dass der Gegner hier, wie gesagt, keine U-Boote hat, die Schiffe instant killen. So, was ist da? Skywatcher! Komm, das schaffst du. Oh, fuck. Oh, nein! Japan, hilf uns, komm. Verdammt. Naja, okay, ich mein... So, Kreuzerflotte. Richtig gut. So, der Bürger.
Brauchen wir sonst noch irgendwas? Nee, ich glaube, der kann wieder zurückgehen. Oder, ja, vielleicht ein Krankenhaus noch. Ui, ein Atombomber. Wo kommt der eigentlich wieder her hier? Was ist das? Oh, das ist Japan gewesen. Okay, das ist gut, Freunde. Wartet mal. Wir brauchen gerade ziemlich viele Steine. Und wie kommt der jetzt hier durch? Nein! Wir werden angegriffen. Boah, die haben tatsächlich U-Boote hier. Hammerhead. Boah, was ein Sack. Was ein Sack. So. Und wir brauchen 4 neue. Ich meine, wir haben ja genug. Wir werden angegriffen. Fertig, Sir. Das ist... Ah, das ist ein Flugzeugträger. Das sind die Flugzeuge von dem Flugzeugträger von Neurussland. Ah, okay. So. Ja, dann bleibt man da unten, bitte. Wir werden angegriffen. So, was haben wir da schon wieder? Wieder das Flugzeug. Ja, okay. Komm. Aha. Wir werden angegriffen. Da wird er mit dem Hubschrauber angekackt kommen, ey. Wartet mal, wir brauchen doch die Steine für den Tempel. Wissenschaftliche Universität. Das Ding ist, der hat jetzt da U-Boote stehen. Wie sollen wir da die Flugzeuge abfangen? Haha, guck mal da. Kaputt machen! Nicht, dass der hier meinen Hubschrauber beschädigt. Ah. Ja, geht mal bitte in den Feuerschutz hier rein. So. Weil dann könnt ihr die runterholen. Oh Gott, jetzt kommt doch mit einem Bomber an dir. Was macht dann jetzt der Kollege? Ja, ja, hol du nur meine Hubschrauber vom Himmel. Wir werden angegriffen. Könnt ihr da wieder rein? Ah ne, aber ihr heilt euch da. Aha, sehr schön. Hallo? Geh dich hochheilen. Was machst du denn? Geh dich hochheilen. So, perfekt, Freunde. Fertig. Perfekt. So, wunderbar. Haha, weg damit. So. Ui, da ist noch ein Bomber. Da ist noch ein Jäger. Okay. Ja gut, die heilen sich ja aber hoch. So ist es ja nicht. Die heilen sich ja wieder hoch hier. Weg damit, sehr gut. Dann holen wir ihm jetzt mal zumindest mal alle Flugzeuge runter. Was will der denn jetzt schon wieder hier? Phoenix, Jägerbomber, der sah cool aus. Ha. Und dann ist eigentlich schon wieder die Folge voll. Krass, Freunde. Das ist gerade richtig krass. So. Ja, geh nur auf meinen Bürger, weißt du? TPA. Wo denn jetzt schon wieder? Jetzt lass doch mal meine Hubschrauber in Ruhe. Transporthubschrauber von Japan. Pegasus. Was hat's denn jetzt gemacht? Hat er was von mir mitgenommen? Okay. Cool. Ja gut, aber jetzt dauert das halt wieder so ewig, ne? Bis die Hubschrauber mal fertig werden. Da ist wieder ein Bomber. Ja, komm, nein. Schieß es kaputt. Und weg. Sehr gut. Alles klar, Freunde. Wir haben hier unsere Kreuzer, die machen hier einen richtig guten Job. Ui. Eine Paladin-Kanone von uns. Yeah. Ja, aber immerhin haben wir eben das Flugfeld hier gespecht. Ist das denn nix, sagt man? Ist doch auch schon mal ein Erfolg. Gut, Freunde, in Anbetracht dessen, dass die Folge schon wieder voll ist, würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so,
In der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Discord-Server. Ich würde mich sehr auf euch freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.